Hallo, liebe Menschen und andere Leute. Ich hatte 14 Tage Nachtdienst. Ich bin ein Nachtwächter, arbeite dreimal im Jahr auf einem Markt in Süddeutschland. Und habe sehr, sehr viel Zeit, in den Nachthimmel zu schauen und mir Gedanken zu machen. Bevor ich schlafen gehe, schaue ich mir manchmal bei YouTube noch Berichte und Vorträge an, die mich interessieren. Und auch bevor ich zur Arbeit gehe, wenn ich esse, schaue ich mir gern von euren Kanälen die aktuellen Videos an. Ich muss ein bisschen ausholen und sagen, seitdem ich 18 bin, arbeite ich in der öffentlichen Sicherheit. Für Ämter, Behörden, ich war lange beim Militär, bin wirklich durch die Welt gekommen und betrachte mich irgendwo als Kosmopolit. Natürlich höre ich den Leuten zu bei dem, was sie sagen, und mache mir so meine Gedanken. So auch zum Beispiel zu dem Thema Migrationspakt, also UN-Migrationspakt. Jeder Mensch auf der Welt hat das Recht, in jedes Land zu kommen. Eine wunderbare Idee. Ohne dass irgendwelche Not besteht. Und damit werden ja Grenzen ad absurdum geführt. Und das finde ich wirklich toll. Was mich bei der Sache stört, ist der Inhalt dieses Paktes. Also die Wortwahl. Steht doch da tatsächlich, dass jeder, der in das Land seiner Wahl kommt, sofortiges Recht hat, auf die Sozialsysteme zuzugreifen, auf die Krankenversicherung. Also das Land, in den der Mensch einreist, ist verpflichtet, ihn zu krankenversichern, ihm Wohnungen zur Verfügung zu stellen und sein Leben zu finanzieren. Ohne Gegenleistung, selbstverständlich. Wer sich jetzt dagegen negativ äußert in diesem Land, in dem dieses Sozialsystem ja durch Solidarität über Jahrzehnte oder sogar ein Jahrhundert hinweg finanziert wurde, der begeht eine Straftat und kann dafür irgendwann zur Verantwortung gezogen werden. Zum Beispiel in Deutschland berät man ja gerade, wie man diese Gesetze formuliert und dann entsprechend zur Anwendung bringt, in dem Moment, wo man es für nötig erachtet. Das ist eine gefährliche Situation. Einerseits. Auf der anderen Seite frage ich mich, warum wir, die Einwohner dieses Landes, unsere Politiker nicht anweisen, es sind ja unsere Diener, diesen Migrationspakt, diesen Inhalt zu überarbeiten, in der Form zum Beispiel, dass man sagt, jeder hat natürlich das Recht, von jedem Land in jedes Land einzureisen. Und hat dort das Recht, vom ersten Tag an sicher Arbeit zu suchen, sich über diese Arbeit kranken- und sozial zu versichern. Und wenn er dann aus irgendwelchen unerfindlichen Gründen nicht mehr arbeiten kann, natürlich auf das Sozialsystem zurückgreifen kann. Wäre doch ein Gedankenansatz, oder? Hier geht es nicht darum,
zu suggerieren, dass wir keine Menschen hier haben wollen, sondern hier geht es darum, dass uns einfach gesagt wird, wir müssen alles finanzieren, ohne dass eine Gegenleistung stattfindet. Das verleitet die Menschen, die hierher kommen, dazu, sich eben nicht zu integrieren, sondern einfach nur zu nutznießen. Und das, finde ich, ist der falsche Gedankenansatz. Jetzt sind wir natürlich gerade hier in Deutschland etwas, nennen wir es Politikverdrossen. Wir haben das Vertrauen in die Leute verloren, die uns hier anstatt zu verwalten, zu regieren, die uns anstatt uns zu helfen, nötigen und mit immer mehr Zwängen belästigen. Schwierig für uns, Leuten zu vertrauen, die weder Ethik noch Moral kennen, ihren Dienstherren gegenüber. Das sind nämlich wir. Wir sind die Souveräne dieses Landes, auch wenn dieses Land, also Deutschland, in dem Fall nicht voll souverän ist. Aber das ist eine ganz andere Geschichte. Es liegt an uns, das zu ändern. Und ich denke, es ist Zeit, dass wir etwas ändern. In diesem Sinne, denkt drüber nach und tut Gutes.